Willkommen zurück zu einer weiteren heimtückischen Folge Assassin's Creed Mirage. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz heimtückisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verborgene Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt dieses Spiel hier gewinnen. Ganz easy, egal für welche Plattform. PC, PlayStation, Xbox, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Geht ganz schnell, versprochen. So, hier lungert jemand rum, da lungert jemand rum. Da hinten lungert doch auch noch jemand rum. Überall wird rumgelungert hier. Zack, 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 markieren, markieren. Hier ist aber niemand, ne? Und hier muss ich hin. Ah, hier ist noch einer, der kann die Dröte tröten. Natürlich gar nicht gut. Der kann die Tröte tröten und das wollen wir nicht. Guter alter Knochenwürfel. Ah, die zwei gehen mir ganz schön auf die Nerven. Ach ja, ich muss das nochmal entriegeln, weil ich gespeichert habe. Und der irgendwie einige Sachen nicht übernimmt, wenn du hier in einem Sperrgebiet drin bist. Du kannst dich richtig speichern im Sperrgebiet, was super ätzend ist. Hm, wie komme ich in den Innenhof? Die müssen noch weg. Ach, komm schon, echt. Ratet mich ja nicht, Jungs. Wir sind doch alle auf derselben Seite, oder? Ah, die beiden müssen noch irgendwie weg. Dann kann ich in den Innenhof schnell reinspazieren. Das ist so fummelig, ne? Ach Mann. Die vermissen ihren Kumpel gar nicht. Wie viele Messer habe ich noch? Zwei. Muss auf jeden Fall den da unten mit der Tröte, den muss ich direkt abnocken. So, die laufen hier ihre Runde. Da vorne steht auch noch einer richtig doof. Der dreht sich aber jetzt weg. Gehen wir erstmal hier hinter. Runter, 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 runter. Basim! Mach keinen Quatsch. So, auf der Ebene scheint niemand zu sein. Wo ist der Trötenmann? Da hinten. Der da oben sieht mich anscheinend nicht. Okay, die sind alle in Bewegung. Die machen alle einen auf Patrouille. Wer? Wo? Wie? Wo? Was? Okay, da sind auch noch welche drin. Das wird nochmal tricky. Da unten ist mein Mann. Ich muss halt den hier auf jeden Fall abstealthen. Da sitzt einer. Wo ist jetzt der andere hin? Hier.
Okay, der hier bleibt sitzen. Kann ich mich unter das Volk mischen? Müsste doch eigentlich gehen. Obwohl ich unglaublich auffällig bin. Aber no risk, no fun, ne? Okay, der geht hier lang. Bleib stehen! Oh nein, ich bin blockiert! Hey! Hey! No, sorry! Ja, unglaublich, wäre ich da nicht blockiert gewesen. Ich töte dich! Was? Du kannst nicht fliehen! Ich schlag Alarm! Oh! Alter, wäre ich jetzt nicht blockiert gewesen, hätte es echt gut funktioniert. Oh, Bruder. Bist du ja? Ich sehe nichts. Kommt schon, ihr seid ja alle. Ihr seid ja alle Gefangene. Kein Grund, jetzt durchzudrehen. Geht's weiter. Let's go, schnell. Hilfsmittel, nice. Da vorne sind zwei. Komm mal her. Tod eindeutig. Aber wie ist das passiert? Tja, da war Metall in der Luft, Kumpel. Oh Gott, da drüben ist ja ein ganzer Club. Jetzt stirbst du! Was hat er vor, ha? Warte. Ist echt ein bisschen dumm, oder? Ich kann mir nicht helfen, aber das sind irgendwie Idioten. Der nächste weggeholt. So, ihr seid echt verdammt dämlich, Jungs. Okay. Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Ali muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein und wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen. Okay, wie komme ich da am besten runter? Warte, ich muss hier wieder irgendwie hoch. Es ist aber ganz nice, dass sie hier so eine kleine Hilfe geben, weil das ist ja ein Riesenladen, ne? Das ist ja ein Riesenladen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass Dämonen auf Erden wandeln. Aber dieser Mann ist alt. Gib die Hoffnung nicht auf. Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Ach, das hat er bereits. Alright. Ich muss warten, bis der sich umdreht, dann kann ich den anderen abwerfen und dann schnell ihn holen. Oh, ich habe keine Hilfsmittel mehr. Ich dachte, ich hätte Messer eingesammelt.
Augenblick! Nun kannst du... Oh, war ich schnell genug. So. Na Jungs, einer von den Guten. Ab in den Kerker. Hey, was? Ja. Schnell genug weggeholt. Sind das Messerchen? Leider keine Messerchen. Ich könnte Messerchen jetzt nämlich echt verdammt gut gebrauchen. Hier stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Boah, da unten enden, ne? Aber nochmal einen Toten, die letzte Münze aus dem Mund geprügelt. Ich hätte gedacht, du hättest inzwischen genug. Und dennoch gibst du nicht nach. Keine Sorge. Es gibt Wege, dich zu ermutigen. Dein Freund mit der weißen Kapuze. Du darfst mir von ihm erzählen. Aus dem Arsch deiner Mutter. Ich kann das die ganze Nacht machen, du kleine Ratte. Finden wir es gemeinsam heraus. Okay, Ali ist ja ein richtig harter Hund. Ein langsamer Tod, also. Das Einzige, was mich umbringt, ist ein Gestank. Das muss Ali sein. Ich hätte nicht gedacht, dass Ali so ein Buff Mother F ist. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Ich hätte dich gar nicht retten müssen, oder Ali? Du hattest alles voll im Griff. Ich verstehe schon. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt, doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Es war eigentlich ganz leicht. Die KI ist strunzdämlich und ich bin einfach durchgeslippery-doodled. So, kannst du klettern, Ali, oder nur den Säbel rasseln? Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. Was? Wie? Wo? Zahl? What? Ach, Ali, was machst du denn da hinten? Ah, super. Gut gemacht, Ali. Ach, Ali. Das tat weh. Kommen da jetzt noch mehr? Hast du wirklich alle angelockt? Wir wollen doch cool bleiben. Stealthy, sneaky. Wie echte Assassinen. Und nicht rumprügeln und Amok laufen. Sie sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Rächt sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Gefunden! Bring das zu Roshan, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Gleich
Verstehst du? Hab ich nicht. Ich kann das schaffen. You can make it, you can take it. Halt die Luft ab. Verstanden. Wow. Was überlegst du nicht? Wir lügen nicht. Das war's. Oh, das war so ein richtig dicker Dude. Keine Ausdauer mehr. Oh nein, stimmt, es gibt ja noch Ausdauer. Leute, ich bin ziemlich erledigt. Lange plagst du die Welt nicht mehr. Dein Kopf ziert bald mein Speer. Jetzt hab ich ihn aber, oder? Ja. Ey, zum Glück habe ich so viele getötet. Das dauert nicht lang. Was war denn das für ein Move? Ah, da drüben kommen ja noch mehr. Gibt's hier Essen? Wie so schnell sind die an dir dran? Ich töte dich! Die Kill-Animationen liebe ich. Die sind richtig cool. Vorsicht, Bruder, Vorsicht. Die Wachen sind weiter auf der Suche nach mir. Bis sich das ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Geil, Mann. Ich habe jetzt 2 Points. Okay, ich bin gesuchter Mann. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen erstmal wieder hier ein bisschen unseren Ruf runterpeitschen. Warte mal, ich gehe mal hier rum, weil wenn ich jetzt da vorne durchgehe... Ach, das ist alles auch noch Teil des Problems. Weil da vorne stehen Wachen rum. Keine Ahnung, ob ich da durch kann. Ach, guck mal, ich habe 3 Punkte. Ich habe 2 Punkte bekommen. Ich dachte, ich hätte einfach nur 2 Punkte. Ganz schön beleidigend. Ah, ich muss durchziehen. Was habe ich für eine andere Wahl? Oh, guck mal, da oben ist sogar ein Sync-Punkt. Die suchen also nach mir. Wollen wir schon ein bisschen besser. Jetzt gehen wir da ganz schnell hin. Weil wir da hin können. Lass mal hier hin. Und dann holen wir uns den Point da oben natürlich. Okay, warte. Ich muss hier ein bisschen runter. Noch ein bisschen runter. Und ich glaube, hier kann ich hoch. Ja. Nice. Synchronisieren. Beautiful Bagdad. Ein wichtiger Ort entdeckt. Wusch, rein hier. Aber da vorne ist noch eins, das wir abreißen können. Schlecht getroffen. So, und hier ist irgendwo auch noch eins. Na, die sind relativ häufig. Wo hängt das? Ah, guck dir das nicht was an. Heutzutage? Ich habe lang genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über El Ghul erfahren können. El Ghul, der alte Ghul. Dann gehen wir mal rüber zu Ali. El Ghul.
El Julio, der spanische Frauenvernascher. Große Moschee. So. Let's go to Ali. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwelche Schwierigkeiten bekomme mit YouTube. Wegen Rassismus oder sowas, ne? Weil Ali ist ja wieder so ein Klischeename. Hat der Kies wieder zu oft irgendwelche Klischeenamen ausgesprochen? Erstmal melden. Man ist immer nur ein Ali-Witz entfernt, davon gesperrt zu werden. Okay, die Wassermühle. Da könnte ich jetzt mal meinen Kamel holen. Welche Taste war das? Pfeil nach unten? Beheilung? Pfeil nach unten. Bei uns kann sich nichts verstecken. War der Vogel? Das war die Vision. Drückt halt vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Vieh hole. Das meine ich, alle Tasten sind tausendfach belegt. Zweimal nach unten. Was ist das hier? Ja, das hier war's. Lange Pfeifen. Jetzt bin ich schon da. Kannst wieder gehen, Kamel. Kannst wieder gehen. Na, Reittiere sind hier in Bagdad komplett nutzlos. Ali. War es mir bestimmt aus dem... Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Hul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Hul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Hul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Er spürte eine der Grabungen von El-Hul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Hul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Weißt du,
der Typ ist da unten bei irgendeinem richtig krassen Folterkerkermeister, ja? Den foltert, der sagt, ich kann das die ganze Nacht mit dir machen, hat nicht einen Kratzer. Im Gegenteil, sein kleines hübsches Hütchen ist noch auf, seine ganzen Perlen und Ketten hängen noch an ihm dran. Er sieht aus wie aus dem Ei gepellt, als wäre er nicht mal irgendwie hungrig, ja? Der andere kommt rein, sagt, oh, ich hab's gerade so geschafft, ich bin schwer verletzt. Du siehst nichts. Du siehst nicht irgendwie, dass er grün und blau geschlagen wurde. Du siehst nicht, dass er geschunden war, weil er in irgendeinem Arbeitslager war, in irgendeiner Mine war, whatever. Er steht auf und geht einfach raus und sagt, ein bisschen strecken und geht wieder. Das sind einfach so die Dinge, die Ubisoft nicht mehr hinbekommt. Dieses Immersion aufbauen und irgendwie ein glaubhaftes Setting aufzubauen. Und klar, natürlich, der meiste wird sagen, oh, juckt mich ja nicht. Kies labert wieder Scheiße. Aber ich finde, das fehlt einfach, dass ich so richtig in die Welt hineintauchen kann. Und das kriegen ja andere Spiele auch hin. Wenn der Charakter verletzt ist, das sowas würde in einem The Last of Us, in einem Spider-Man oder in einem Ghost of Tsushima nicht vorkommen. Nicht solche Patzer. Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Ist meine Meinung. Mich stört sowas. Ist das mein Kamel? Ja, das Vieh, was hier amok läuft, ist mein Kamel. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen... wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Alright, Meisterin. Alter, erstmal noch so eine Frau umgeballert. Mein Kamel ist echt ein Psycho. Absteigen? Ich weiß immer noch nicht, was absteigen ist. B gedrückt halten? Ja. Ich laufe ja gar nicht weg. Ist ja gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... tschüss.